Moin moin und herzlich willkommen hier beim Supermarkt Simulator. Die drei Johnnies stehen da schon rum. Die Flachpfeife ist auch da. Licht an und wir machen auf. Na, wir fangen gleich an. Hier ist schon alles eingeräumt. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe. Ich habe die Rechnung nicht bezahlt, glaube ich. Sag ich doch. Gleich mal nebenbei geschaut. 16.005. Ich möchte jetzt mal den Laden doch mal vergrößern. Ach, die Dame ist schon da. Das ist dann unser Platz. Hier findet alles. Guten Morgen daher. So geht der Tag natürlich gut los mit 4 Orangensaft. Na, gesund und so ein Kram. 9,75. Die Dame ist ganz schön lang unterwegs. Er hatte 3 Orangensaft, ne? Er hatte 7 oder 8 Produkte. Da sieht man mal, der Mod Better Cashier, der bringt schon was. Die brauchen nicht halb so lang. Doch, sie hat doch eine ganze Menge gekauft, ne? Packer oder Räumer, keine Ahnung, wie das jetzt heißt. Die sind dann doch beschäftigt. Vielleicht auch mal aufräumen können. Ja. Auffüller heißen die. Hier fehlt noch eine ganze Menge Tee. Hätten die alles schon mal machen können. Ding Dong, Kasse 2. Ah, ist besetzt. Daher, huiuiui. Mit Karte natürlich. 157,80. Pfeife ist zu teuer. Würde hier etwas machen, aber muss der da mal erstmal einen ganzen Dollar rausgeben. Ja, her, huiuiui. Wodka, Orange, Orangensaft. Passend, perfekt. Wer kennt's nicht, ne? Wodka Orange. ,70 zurück. Bitte ist mit dem Saft aber sehr, sehr praktisch, ne? Sehr, sehr gefragt jetzt. Mann, 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 Mann. Und einmal Humus, na gern doch. 118,55. Entschuldigung. So, der Herr. Reiniger, Öl und ein bisschen was für die Kehle. Macht Sinn. 78,5. Ja, mal 178,70. Die Dame, Toast und Käse und was zum Runterspülen, ein bisschen Susu und danach muss ja der Teller auch sauber werden. Na, sauber werden, 109,75.
Wir haben noch so viel Bier da. Das muss ich dann gleich mal gucken. 85 zurück. Na, das war ja tragisch, wenn uns das Bier ausgeht. Jetzt jammert gleich jemand rum. Jo, da steht noch genug Bier. Alles gut. Herrentag, Männertag ist durch. Und wir haben noch genug Bier. Ich hoffe an die Herren, dass sie einen angenehmen, ruhigen, je nachdem, ne? 90, 75 übrigens, Herrentag hattet. Gerade die Jugend verbringen den Tag ja nicht ganz so ruhig. Na, Zeit so. Was haben wir hier? 72, 30, ne? Aber. Der Tag auch schon fast wieder rum. Das ist ja, Würde ich mal drauf ankommen lassen. Das ist der Herr, mal gucken. Es gibt ja hier einen, der ein bisschen anders ist als andere. Okay. 145, 80. Ist ein bisschen anders. Und erzähle ich dann, beziehungsweise hoffe ich mal, dass wir den sehen. Aber ja. Oh, der Feiertag. Ich hoffe, ihr hattet wirklich, wie gesagt, einen ruhigen Feiertag. Oder einen schönen. 51, 80, 85. Könnte ich einfach jeden, ne? Das ist mal ein freier Tag, das ist mal. Wir sehen es nicht, weil er da steht. Die Dame 120,60. Eines ist es immer ein Donnerstag, ne? Glaube ich. Aha, ja, müsste ein Donnerstag sein. Das heißt, nicht arbeiten müssen. Das ist ja auch immer schön. Ist er weg. Also ihr müsst einfach mal bei dem Typen, bei dem etwas korpulenteren Herrn darauf schauen, wie er die Kreditkarte übergibt, wie die in der Hand ist. Vielleicht fällt es euch auf. Wer es weiß, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Ich gehe davon aus, das ist ein kleines Easter Egg vom Entwickler halt. Brauchen nicht so den Kopf senken, junge Dame. Da haben wir den Kunden drin im Laden. Nein, aber wir haben auch nicht mehr so viel Ware im Laden. Im Laden noch teils Ware hier oben im Lager. Das ist ja, naja. Aber hier kann ich noch. Habe ich jetzt schon Kaffee drin gehabt? Nee, du. Dann machen wir noch Kaffee rein. So, Jungs, ihr räumt weiter ein. Und ich schaue mir mal die Abrechnung an. Ja, einer fand die Handseife zu teuer. Mimimi. Oh.
Was haben wir denn plus gemacht? Wir haben plus gemacht 2500. Ja. Orangensaft, Kaffee. Oh, das ging aber weit runter. 6,50. In dem Komma ist das noch viel besser. Ich glaube, Kaffee war mit dabei, ne? Orangensaft und Soda. Wow. Der Preis ist in Ordnung. Der ist passend, nicht schön, aber passend. War es das hier vielleicht? Oh, wir haben ja bloß die 4. Guck mal, Junge, wir machen erstmal an, wir machen auf. Ich schaue mal nach, was denn noch war. Kurz nachdem ich das bestellt habe. Kaffee haben wir gemacht. Shampoo haben wir gemacht. Poco-Soda. Na, da müssen wir gleich mal schauen. Ich jetzt hier was bestelle, dann macht ja keinen Sinn dann, ne? So, die Toko-Soda. Nö, ganz ehrlich, bei dem Preis bleibt mir. Aber, ja, mitdenken wäre sinnvoll, ne? Verwaltung möchte ich glaube, wir können jetzt schon theoretisch. Man sagt erstmal die Dame, sie haben auch Shampoo im Angebot, wenn sie möchten, ohne Nebenwirkung. 45,25. Guckt sie so grimmig. Ich habe gar nichts getan. So, 95 Cent zurück. Ich 35 zurück. Das ist ein Studenteneinkauf. 15 und zack. Das ist Erstsemester-Einkauf. 7 Dollar für ein paar Chips. Naja, gut, eigentlich nicht.
Und passen sogar. Vielen, vielen Dank. Und was haben wir denn? 57,85. Einmal Milch für die Dame. 20 Cent und schönen Tag Ihnen noch. Das Lied ist so komisch. 80,95, weiß ich nicht. An irgendwas erinnert mich das, aber ich weiß nicht an was. 45 glatt. Noch jemand? Und Jungs, ihr kommt aber hinterher, oder? Oh, hier steht ja schon jemand. So, 25,65. Na los. Eigentlich wollte ich jetzt mal im Lager gucken, ne? Zurück, okay. Also, Junge, du musst jetzt den ganzen Kram selber machen, ne? Das ist ja dann bald um 9. Also 9 Uhr so rum. Müsste ja um 7 bei uns sein. Nicht richtig mitgezählt. Möglicherweise stimmt's mal. Was fehlt noch? Alles sind, bis auf jetzt das Bier. Oh, soweit voll. Zack. Das heißt, die zwei können einfach weiter einräumen. Naja. Ich schick. Die dürfen sich auch hier anstellen jetzt. Lässt man ihn eine Weile lang alleine, ne? Und schon ist es hier ein bisschen mehr, was da steht. Ja, die Karte muss ich erst nehmen. 127,95. Und 80,95. Mal angewöhnen, die Preise anders zu gestalten. $12,15. Bei Ihnen 143,75. Ja, warte. Jo, die Chips sind nicht so schlimm. Gehen nur auf die Hüften, brauchen sie nicht. Mein, wie würde das eine Frau verstehen, wenn man sagt, das geht nur auf die Hüften, brauchen sie nicht?
Richtig, sieht das dann so, dass man sagt, sie haben schon genug auf den Hüften, oder? Mein eigentlicher Hintergedanke war, dass das was Nettes ist, aber... 98, 40. Sind wieder alle raus. Uiuiui. Na Jungs, kommt ihr nicht hinterher? Huh? Oder haben wir kein Wasser mehr? Ja, das hat sich komischerweise gereimt und es war keine Absicht. Nach 2 Tagen muss man denen dann doch mal wieder helfen. Ja, selten richtig. Ich meine, man sieht es ja hier, ne? Fehlt wieder die Hälfte. Dann fehlt auch noch Öl. Nur das Wichtigste fehlt Öl. Ja, und was machen wir jetzt als Erstes? Ne, nicht als Erstes, als Letztes. Augen zu und durch. Back. Da brauchen wir eins. Da. Nö. Also ich bereite das jetzt ganz einfach schon mal vor, ne? Das war 100%ig schon wieder zu viel. Ein ganzes Stück zu viel, gut. Dann schauen wir mal. Nicht gefunden. War zu teuer. Hm. Nicht. Ja, mein Gott, bin ich jetzt wieder blind? Käse war es, glaube ich, auf jeden Fall mit dabei. Können wir mal. Machen wir gleich auf 4 und gut ist. Was war es denn noch? Punkt Mehl. Du bist Kraftung. Na, wenn wir schon mal hier sind, können wir mal schnell schauen. Bestellt, ja, ich bin clever. Oh, das sind mal so schlappe 200 Euro gewesen oder Dollar. So, brauchen wir hier was zwingend?
Also so viel einkaufen? Geht nun gerade auch nicht. Na, das gehört nämlich nicht dahin. Ist schon Apfelsaft noch? Einiges in Regalen, da. Also es geht, die kommen nicht ganz hinterher, aber kann es sein, dass ich die Rechnung nicht bezahlt habe? So sein, es ist so. Das ist natürlich nicht viel Reiniger, was wir da haben. Aber zumindest ein bisschen was sollte hier dann schon stehen. Sein, dass ich mit 2 Meter Riese bin? So, ein bisschen müsste jetzt mal aufgefüllt werden wieder. Hier haben wir da noch stehen. Na komm, wir helfen dem mal ein Stück mit. Kasse ist ja eigentlich offen, aber so richtig will da keiner sich anstellen. Man jetzt sieht. Ja, gleich. Bitte zahl mit Karte. Oh. Das war passend. Das war nicht passend. Also ich bin zurück. Das war aber passend. Wow. Ah, wer drängelt sich davor? Ja, da. Ja gut, den kann man vorlassen, ne? Passend und nur Bier. Kunden hier, na ja. Die sagen, gehen Sie ruhig vor, ich habe noch so viel aufs Panzerling. 120, 50. So, der junge Herr. Eins, fünf zurück, ne? Aber. Das Mehl war nur so als Vortäuschen, ne? 16,40. Die Dame. Ganz gesund. Und passend, perfekt. Und da. 19. 1980, ja. Und mit diesen 25 Cent machen. Also ich verstehe es auch nicht, aber ja.
passend und das ist nicht passend. 11,55. Das ist auch nicht passend. 2,30 zurück. So, warten Sie mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz hier durch. Ganz wichtig, ganz wichtig. Ich weiß ja nicht, wo ich die genau hinmache, aber dann über Nacht möchte ich das machen. So, dann bin ich wieder. Das war ganz dringend beschäftigt. Klingt blöd. 47,30. Ah, und passend. Perfekt. Genau. Zu dem Typen, wo ich vorhin meinte. Er hält die Karte mit Kreditkarte, mit der Aufschrift und dem Chip. Mir macht jeder so, bis auf der eine. 167,10 nebenbei. Er hält sie genau andersrum. Das ist ein bisschen Absicht dabei vom Entwickler. Und so die Kleinigkeiten. 101,70. Ja. Oh, die Dame. Das auch noch passend gegeben. Und dann nur 76,80. Gibt's nur hier. Kommen Sie öfter wieder. So, Jungs, wie sieht's bei euch aus? So, nee. Ganz wichtige Dinge, die haben wir zu tun. Während die noch rumkaspern. Denn, ja, ich habe das so ein bisschen nebenbei gemacht jetzt, aber. Wir haben jetzt mehr Platz hier hinten. Wie toll ist das denn? Hätte ich beinahe gesagt. Nein. Doch, ist toll. Weil wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4 Regale, die wir platzieren können. Und dazu könnten wir dann auch eine. Jo. Lizenz kaufen. Jetzt drin, zwei gehen noch. Muss noch viel mehr gekauft werden, wie ich sehe. Aber ist ja nicht schlimm. Für heute machen wir die Bude dicht. Und noch. Wie war der Tag? Einer hat rumgeheult. Oh, passiert öfter mal. Oh, fast 3000 Profit gemacht. Und 50 Kunden. Ja, ja. Ja, nicht schlimm. Aber dir, lieber Zuschauer, sage ich erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.